Es folgt Fußball aus der Wiener Liga. Im Rudolf-Tonn-Stadion traf der SV Schwechat auf ASV 13. Nach der 1:4 Heimniederlage gegen ASK Elektra vor zwei Wochen war Wiedergutmachung angesagt bei der SV Schwechat. Und so starteten die Hausherren auch top motiviert in die Partie gegen ASV 13. Die Partie lief von Beginn an wie auf einer schiefen Ebene in Richtung des Gästetores. Die Mannschaft von Trainer Senad Mujakic war von Minute 1 an überlegen und spielte sich Torchancen am Fließband heraus, konnte zu Beginn aber keinen zählbaren Erfolg daraus schlagen. In der 12. Minute war es aber dann soweit, bei diesem Eckball von der rechten Seite steigt Gregor Siemandl am höchsten und köpft zum Führungstreffer. Nach diesem Treffer gingen die Braustädter etwas vom Gas, kontrollierten aber weiterhin die Partie. Wieder spielte man sich mit der einen oder anderen Aktion vor das Gehäuse von ASV 13, konnte aber keinen weiteren Treffer erzielen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ebenfalls aus einer Standardsituation kassierte man nach gut 30 Minuten den Ausgleich. Damit gingen die Schwechater trotz klarer Überlegenheit mit einem Remis in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Hausherren erneut das Geschehen, doch wie in Hälfte 1 brachten die Schwechater den Ball nicht im Gehäuse unter. Nach einer knappen Stunde Spielzeit war es dann Neuzugang Alec Flögel, der die Braustädter erlöste. Nach einem Steilpass bewahrte er vor dem Tor die Ruhe und stellte auf 2:1. Am Ende ist man in Schwechat froh über die 3 Punkte, aber die mangelnde Chancenauswertung macht doch ein wenig Sorgen. Ich finde hochverdient, weil wir eine Fülle von Chancen gehabt haben in der ersten Halbzeit, wie auch in der zweiten, leider nicht genug Tore gemacht haben, um sicher nach Hause zu spielen. Und ich glaube, dass das der 2:1 sehr gerechtfertigt ist. Abgesehen davon, dass die Saison noch lange ist, haben Sie jemals daran gedacht, schnell wieder aufzusteigen? Nein, unser Ziel ist es, aus mehreren Gründen, einmal in der Wiener Liga Fuß zu fassen. Unser Ziel für heuer ist ein einstelliger Tabellenplatz. Ich habe gesagt, das wäre zwischen 3 und 6, wäre für mich sehr schön. Das Ziel wird auch angestrebt. Der Aufstieg ist aus vielen Gründen nicht sinnvoll. Wir haben eine junge Mannschaft, wir haben viele Spieler aus dem Nachwuchs, die müssen sich entwickeln. Und wir haben auch die finanzielle Situation, dass wir nicht große Spieler einkaufen können. Und daher machen wir mit dem eigenen Nachwuchs und mit ein paar jungen Spieler, die wir zukaufen oder die wir holen, versuchen wir, uns zu verbessern. Und das ist heuer schon wesentlich besser wie voriges Jahr. Und das ist unsere Zielsetzung für heuer. Man schaut immer, ist man vor oder hinter, man's wird. Wie sehen Sie das Konkurrenzverhältnis in der Wiener Liga zum eigenen Stadtmitbewerber? Also ich persönlich, es glaubt mir vielleicht niemand, aber ich persönlich schaue zwar auf Mannswert, wie sie spielen, wie die Ergebnisse sind, schaue mir zwischendurch auch Spiele an, aber für mich ist das kein Konkurrenzkampf, sondern ich freue mich, wenn wir erfolgreich sind, freue mich aber genauso, wenn Mannswert erfolgreich ist. Ich sehe da nicht die große Rivalität, gibt es vielleicht in einigen Bereichen bei verschiedenen Leuten, bei mir sicher nicht.